Hallo, willkommen zur zweiten Runde von Toffel, Tafel, der Drain, diesmal alleine. Und wir bereiten uns auf die nächste Mythic Championship vor. Und haben hier auch keinen besonders schweren Pick. Wir haben Wildburn Preserver, welcher komplett gestört ist. Nicht nur, dass er sowieso Flash und Reach hat und als Bär total tauglich ist. Nein, er wächst auch noch infinite groß. Ansonsten, Banner ist fair. In aggressiven Decks eine gute Support für Farbe, das Plus nicht zu verachten, Resolute Rider ist so, der Rest an sich ziemlich unterwältigend, insofern sind wir ziemlich zufrieden, dass wir den nehmen können, alright. Die Rare fehlt, da ist noch so ein Banner, aber glücklicherweise ist es nicht die beste Karte. Wir haben hier die beiden Murder-Uncommons. Also, na, sagen wir mal, Pixie ist so gut und Revenge of Ravens ist etwas mehr als gut. Witzig, ne? Sieht ein bisschen unschuldig aus, aber naja, wenn der Gegner angreifen will, ist schon hart, wenn alles kleiner wird. Ja, nehmen wir ja auch. Hier ist nichts im Common-Slot, was irgendwie dem ganzen Konkurrenz machen könnte, insofern machen wir das so. Alright. Hier ist keine schwarze Karte. Wir haben Oakham Ranger, welcher eine gute grüne Karte ist. Könnte man überlegen, Monogrün zu draften. Oder zumindest in die Richtung zu gehen. Grumgully. Nee. Ansonsten hier auch wieder nichts. Wir haben noch ein Maralief Rider, aber wir haben so einen Mühltypen. Gutes Deck, aber ich glaube, wir gucken hier, ob wir vielleicht noch ein bisschen was im Monogrün Splash Schwarz hinkriegen. So. Loch Dragon. Ziemlich gut. Gar nicht so in unserer Farbe, aber okay. Scavenger ist auch fair. Squire ist okay. Outmuscle ist fantastisch, gerade natürlich auch, wenn wir drei grüne Mana haben. Passt gut in unser grünes Thema, insofern. Nummer 1. Nehmen wir das. Alright. Hier haben wir Redcap Melee. Ziemlich gute Karte. Gerade natürlich später, wenn man die Länder sowieso nicht mehr braucht. Ein Mana, 4 Damage ist schon eine Ansage. Rest ist so meh. Der ist nicht gut. Thrill of Possibility ist immer solide. Wir haben hier die beiden blauen Card Draw Spells, welche mäßig sind. Kann man schon mal zocken, aber nichts, was mich hier irgendwo hinbringt. Insofern nehmen wir einfach die grüne Karte. Könnte überlegen, die rote Karte zu nehmen, aber, you know, wenn wir schon hardcore grün sind. Wildwood Tracker ist relativ gute Kombination mit Wildprom Preserver. Alles, was billig ist und kein Elf, ist ziemlich gut. Man kann natürlich auch dann irgendwie, also er funktioniert ja auch als Nicht-Human. Die Frage ist, nehmen wir lieber stattdessen das da. 3 Mana 3-3, wenn wir wirklich Mono-Grün spielen, ist schon deutlich stark. Ja, ich glaube, man kriegt davon später noch welche. Sie sind nicht so essentiell. Golden Egg, das ist doch nice. Golden Egg lässt uns so eine Karten splashen, ein solides Food-Outlet haben. Grün braucht ja ein paar Food-Sachen. Alright, Golden Egg ist cool. Im Moment haben wir noch nicht so viele Adventure-Spells. Ich glaube, wir wollen lieber sowas haben. Ja. Okay, hier ist nichts. Insofern nehmen wir einfach. Aber wir könnten Forever Young nehmen. Das kann man mal boarden. Ich sehe uns nicht, dass wir das spielen wollen. Oh, wollen wir Marken verteilen? Ich glaube nicht. Okay. Also wir sind ziemlich grün. Und im Moment scheint es nicht so was einen Grund zu geben, nicht eine Menge grün zu haben. Wenn wir noch ein paar Outmuscle bekommen. Outmuscle ist natürlich auch super stark mit so einem guten 3-Drops. Sehe ich dem nichts im Wege stehen. Ja. Gute Sideboard-Karte.
Ja, die Spinne, ich bin kein großer Fan davon, aber vielleicht können wir sie auch irgendwie noch im Sideboard benutzen. Nicht aggressiv zu sein. Naja, ich meine, gut, 1,5 blockt halt schon eine Menge. Blockt vor allen Dingen auch diese 3-3 Flieger in Blau. Nichts davon ist irgendwie attraktiv. Nehmt all eure Karten. Ja, an der bin ich auch nicht interessiert. Alright. Hoffen wir mal, dass eine Menge monogone Karten bei mir vorbeikommen. Nicht so super grün, aber wir kriegen einen Outmasse. Outmasse ist definitiv die Karte, die wir haben wollen. Von allen Karten ist das monogrüne Removal, was eine Marke legt, schon eins der wichtigen. Das ist ein bisschen tougher. Den können wir leider nicht spielen. Back into Pi wäre natürlich richtig klasse, aber das kostet zu viel Schwarz. Und ich glaube, wir können uns hier leisten, irgendwie einen Savvy Hunter reinzudrücken. Wenn wir da sowieso das spielen, spielen wir vielleicht sowas wie 11-6 Schwarz mit ein paar Golden Eggs oder so. Savvy Hunter dürfte auf jeden Fall gut genug sein. Noch ein Revenge. Ja. Okay. Okay. So. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir uns ein bisschen unseren 2-Drop-Slot füllen. Enters the Battlefield, create a food, sacrifice food. Die Karte ist ziemlich gut. Die Frage ist, wie viel Food können wir machen? Wahrscheinlich genug. Wahrscheinlich deutlich genug. Das Removal ist nicht gut genug. Wir könnten überlegen, den davon zu nehmen, aber ich glaube, wir machen das so. Noch ein Golden Egg. Ja, das nehmen wir. Das ist ein Food. Das fixt unser Schwarz. Ich hätte gerne noch mehr Kreaturen auf der 2. Ansonsten ist eigentlich alles ganz fair. Kreaturen generell wären gut, aber sieht fair aus. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich sehe uns nichts davon wirklich spielen. I mean, I guess we can take this. Ja. Okay, da ist eine Kreatur. Akzeptiert. Nehmen wir gerne mehr von. Lucky Clover. Bam. Schade. Können wir nicht supporten. Wir haben eine davon. Und ich sehe uns nicht mehr kriegen. Frage ist, machen wir jemals drei Food-Token? Trail of Crumbs ist schon gut. Kann ich sehen. Aber ansonsten. Na. Ich meine, mit dem macht es immerhin. Anderthalb Divinations. Wir nehmen es mal und keine Ahnung, was damit wird. Ja, hier können wir so eine Witch nehmen. Weiß noch nicht so genau, ob die da ist. Hier haben wir noch eine Sideboard-Karte. Okay. Sure. Wow. Keine Liebe, hä? Huh? Keine Liebe für. Wie heißt sie? Klaustrophobia? Meine, die Karte ist nicht schlecht. Würde ich definitiv zocken. Scheint niemand wirklich blau zu sein. Interesting. So, wo sind die grünen Rares? Guys. People. Wir brauchen noch. Na, sagen wir mal, wir könnten die Tempting Witch spielen. So. Und dann vielleicht, wir haben keine Knights, ne? Nee. Ja. Vielleicht eins davon im Main Deck.
Charming Prince, ja. Wir könnten. Order of Midnight ist natürlich auch wieder super schwarz. Wir könnten Curious Pair nehmen. Obwohl das sehr traurig wäre. Eine Karte wiederzuholen ist schon stark, aber wie viel Schwarz können wir unserem Deck geben, ne? Ist auch ein 2-Drop. Kann, also ist ein guter 2-Drop. Könnte man einfach so hinlegen. Problem ist, wenn unser Fixing von den Golden Eggs so ein bisschen kommt, ist natürlich auch doof. Create a Food. Ja, ich glaube, wir nehmen den. Okay. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall. Richtig gut. Carrots ist auch geil. Aber wir müssen den Keeper nehmen. Hallo. Da ist ein Deathless Knight. Der ist doch wie für uns geschaffen. Okay, hoffen wir mal, wir müssen sie nicht spielen. Oh, nehmen Deathless Knight. Okay, das waren gute Pickups. Wir brauchen noch Kreaturen. Und dann ist eigentlich alles ganz gut. Gern noch ein paar 2-Drops. Ja, deswegen ist natürlich auch das Curious Pair einfach der bessere Slot für einen guten 2-Drop, den wir auch immer casten können. Hier nehmen wir den. Der macht auch schwarz. Jetzt könnte man überlegen, ob man vielleicht wirklich noch einen schwarzen 2-Drop nimmt. Cauldron Familiar. Aber wir können den nehmen. Alright. Grün, grün, grün. Nicht wirklich. Castle ist auch nichts für uns, aber wir wollen auch keine Spinne haben. Weapon Rack, na gut, nehmen wir so ein Castle. Für Rare Value. Memory Theft. Ach. Nee. Nee. Ich will keine marginalen schwarzen Karten boarden. Also wir haben im Moment noch eine Spinne. Make 7-7 Giant. Wenn man zwei Foods opfert. Also theoretisch könnten wir den. Nee, den da into Golden Egg into Giant machen. Right? Spannend. Und ansonsten macht das drei Food Token, die gut mit dem sind. Gucken wir noch mal. Hier ist wieder nichts. Insofern, we may have a deal to another creature you control. Ja. Bin von keinem Fan. Nehmen wir die. Ja, ich glaube, wenn man noch einen davon hätte. Okay. Appetite ist fair. Rest können wir sowieso nicht spielen. Man könnte überlegen, wenn es die Scarecrow gewesen wäre, die für zwei. Die zwei Mana kostet. Hätte ich sehen können. Ein 2-Drop wäre noch nice. Obwohl wir haben Eier. Ja, aber. Wie viel Schwarz spielen wir? Also sagen wir mal, im Moment spielen wir noch die Spinne. Und die Witch. Ich habe schon Pro Lust, das auszuprobieren. Aber es ist schon sehr spezifisch, oder? Ich meine, wir können auch das spielen. Whenever you sacrifice a food, you may pay one. Und das muss man sacrificen. Okay, das funktioniert. Das Problem ist, man kann es vielleicht boarden gegen so nicht blaue Decks. Die gegen mit dem 7-7er. Alright. Alright. Sure. Jetzt haben wir sogar noch ein paar mehr. Ach, okay. Probieren wir es aus. Die ist auch gut. Also, gut in Anführungsstrichen. Okay, dann können wir die Spinne cutten. 15 Kreaturen ist fein. Und jetzt müssen wir es nicht probieren. Ja, okay.
Dann müssen wir es nicht probieren. Spielen wir 5 Swamps und 12 Forests. Right? Wir müssen 3 Forests ziehen für Walker. Wir haben 3 schwarze Karten. Wir haben einmal was fixt. Wir haben 2 Golden Eggs. Ich glaube, 5 Forests kann sich durchaus sehen lassen. Jetzt ist die Frage, spielen wir so eine Witch? Die macht schon ordentlich Damage. Wobei ich sagen muss, einerseits machen wir nicht besonders viel Druck. Und andererseits ist die Frage, wie gut ist noch eine schwarze Karte reinzunehmen. Ich glaube, wir lassen es erstmal so. Wir wollen definitiv keine... So. Könnt überlegen, 16 Länder zu spielen. Unsere Kurve ist zwar recht 4-Drop-lastig, aber wir haben 2 Eier. Und wir können unseren Ländern nicht super viel anfangen. 16 Länder, ha? 16 Länder. Nee, ich glaube, wir haben ein paar Karten, die gut genug sind. Wir haben den... wo ist er denn? Unseren Preserver, der will eine Menge Mana haben. Das Trail of Crumbs will auch eine Menge Mana haben. Und der Deathless Knight und so. Ich glaube, das ist fair. Alright, dann sehen wir uns gleich zurück.